Wer den neuen Peugeot 5008 im Visier hat, dem geht es wohl vor allem um Platz und Komfort. Von beidem gibt es genug. So stehen auf 4,64 Meter Gesamtlänge drei Sitzreihen mit insgesamt 7 Plätzen zur Verfügung. Die beiden hintersten Sitze lassen sich auch herausnehmen, was das Kofferraumvolumen nochmals vergrößert. Die drei Plätze in Reihe 2 sind gleich groß, also auch am Mittelplatz gibt's würdige Sitzverhältnisse. Zudem lassen sich die Einzelsitze verschieben und verfügen über Rückenlehnenverstellung. In der ersten Reihe sitzt man ebenfalls sehr bequem, auch Massagesitze sind verfügbar. Wer den 5008 zum Beladen umfunktioniert, kann das Kofferraumvolumen von 780 auf 1940 Liter vergrößern. Zudem ist die Beifahrersitzlehne vorklappbar, was eine Ladelänge von 3,18 Meter ergibt. Der vorwiegend überlandbetriebene und mit dem 120 PS Dieselmotor sowie dem neuen 6-Gang-Automatikgetriebe ausgestattete 5008 verbrauchte 6,9 Liter auf 100 Kilometer. Für manuelle Schalteingriffe sind am kleinen Lenkrad entsprechende Wippen vorhanden. Der von Peugeot als SUV bezeichnete 5008 lässt sich ausstattungsmäßig ziemlich hochrüsten, was den Grundpreis von 27.450 Euro in die 50.000 Euro Region treiben kann. So kostet der für diesen Bericht gefahrene 5008 GT-Line 1,6 Blue HDI 120 mit Automatik grundsätzlich 38.650 Euro, mit den Extras sind es dann 48.677 Euro und 83 Cent. Dafür gibt es etwa Lederausstattung mit Elektrik- und Massagepaket, Advanced Grip Control für optimierte Antriebsschlupfregelung mit 5 Haftungsarten samt Bergabfahrhilfe und 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit Mud & Snow Bereifung. Oder das HiFi-System Premium Focal, das elektrische Panoramaschiebedach oder das City-Paket 2 inklusive aktiver Einparkhilfe beim Einparken parallel und quer zur Fahrbahn sowie mit diversen Kameras samt Draufsicht von oben. Doch auch die Basisversion um 27.450 Euro bietet schon Features wie Klimaanlage samt gekühltem Mittelfach vorne, das neue Peugeot iCockpit, 4 elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz oder die 3 Einzelsitze mit Längs- und Lehnenverstellung in Reihe 2. Interessanterweise ist der VW Touran im Basismodell um 1.360 Euro günstiger. Vielleicht liegt es daran, dass der 5008 nun laut Peugeot ein SUV geworden ist und die dürfen offenbar teurer sein. Im Folgenden noch eine reine Bildmontage mit weiteren Eindrücken vom neuen Peugeot 5008.